Hallo, hier ist wieder euer Aquarianer und in diesem Video möchte ich euch meinen Flaschenmoosball, meinen beleuchteten Flaschenmoosball vorstellen. Es ist wie eine Art kleines Aquarium, das man sich hinstellen kann auf den Kaminsims oder so. Meiner steht zum Beispiel immer hier oben bei mir. Und auf jeden Fall ist er wirklich sehr, als ich ihn in die Flasche reingepackt habe, war er locker nur halb so groß. Und natürlich muss man zugeben, die Beleuchtung ist in diesem Fall, was es ausmacht. Vor allem der Effekt, wenn ich ihn jetzt drehe, ändert es die Farbe. Jetzt ist es zum Beispiel so gut wie weiß-transparent. Und man muss sagen, ich habe nichts weiter getan, als von unten, in diesem Fall eine Handytaschenlampe, zur Beleuchtung hinzustellen. Aber man kann genauso gut auch diese kleinen runden aufklebbaren LED-Dinger mit so einem Loch, mit so einem Knopf benutzen, um so einen Effekt zu erzielen. Ich habe einfach eine simple Wasserflasche genommen. Diesen Aufkleber, der war schon drauf. Und dann habe ich den Moosball oben rein. Und inzwischen ist er auf jeden Fall erheblich größer geworden. Ich kann also sehr empfehlen, sich Moosbälle auch in so einer Flasche zu halten, wenn man keinen Platz für ein Aquarium hat oder sich nicht weiter darum kümmern muss. Ich möchte nicht lügen, aber der steht sicher seit mehreren Monaten bei mir oben auf dem Kaminsims und hat sich immer weiter vergrößert. Ich habe die Überlegung, ob ich nicht noch einen zweiten dazugebe. Dieses hier ist ein spezieller, teilweise innerlich grün und gelber Ball. Dazu werde ich natürlich die Flasche öffnen. Aber auf jeden Fall möchte ich zunächst einmal noch sehr hervorheben, wie bereichernd ich dieses beleuchtende Accessoire auf meinem, in meiner Wohnung finde. Es macht halt auch echt überhaupt keine Arbeit und dieser Moosball ist absolut anspruchslos. Das Wasser ist immer noch relativ transparent, wie man sieht, wenn ich es jetzt wegnehme. Meine Hände sind auf der anderen Seite sichtbar. Er schwimmt oben. Das heißt, dass er noch lebendig ist und es ihm gut geht. Wenn ich es umdrehe, schwimmt er auch wieder an die Oberfläche, wie ein natürlicher Moosball. Vor allem mit dieser Blume, die hier abgebildet ist, macht es wirklich was her. Und ich würde vorschlagen, ich werde jetzt hier meinen zweiten Ball dazugeben und dann beleuchten wir mein Mini-Flaschenmoosball erneut. Meine Mini-Flaschenmoosbälle werden es dann sein. Also ich schraube jetzt den Deckel auf. Wie man sieht, auch ohne Beleuchtung ist er wirklich dekorativ. Das Geheimnis liegt darin, dass die Rückseite mit einer Art Aufkleber einer Unterwasserlandschaft bedruckt ist und die Blumen im Vordergrund geben einen 3D-Effekt. Ich stecke nun meinen kleineren Ball oben in die Öffnung. Der Dampf könnte indizieren, dass dieser Ball etwas trocken war, aber ich bin mir sicher, der wird sich auch mit Wasser füllen, wie mein erster, der war auch schon ziemlich trocken. Aber man kann mir glauben, er ist durch und durch grün, nach all dieser Zeit noch immer. Man hat es ja gesehen im Video. Und nun habe ich zwei Bälle. Und man kann auch keinen unangenehmen Geruch wahrnehmen. Und nun würde ich sagen, beleuchten wir ihn noch einmal von unten für den finalen Effekt. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, was euch besser gefällt. Der eine oder die beiden, da sie verschiedene Schattierungen haben. Man kann erkennen, der eine ist auf der einen Seite nämlich grün und auf der anderen eindeutig gelb. Hier haben wir eine sehr Da, guten Kontrast. Also ich finde, es ist wirklich dekorativ und ein erstaunlicher Effekt. Vor allem auf Partys.
kommt das sehr gut rüber, wenn man so etwas bei sich im Regal stehen hat. Und über den guten alten Marimo-Moosball, wie ihr ihn hier seht, und den Gelbalgenball könnt ihr in meinen anderen Videos auch mehr erfahren. Würde mich sehr freuen, wenn ihr die auch ansehen würdet. Und wir sehen uns spätestens wieder, wenn mein anderer Ball genauso groß ist wie mein erster. Hier sehen wir ihn noch an seinem finalen Platz, zurück auf dem Kaminsims. Wir werden sehen, wie er sich entwickelt. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Und ja, gebt mir wieder einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Nicht vergessen, die Glocke zu läuten. Achso, das ist gar keine Glocke. Damit ihr kein weiteres Video verpasst oder den Pokal anzustupsen. In diesem Falle. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquarianer. Mit dem erstaunlichen Flaschenmoosball natürlich. Ich hoffe, ihr bleibt dran.